Guck mal, wie romantisch das hier ist. Willst du meine Frau werden? Ich mag's gerade. Guck mal den Sonnenuntergang da vorne an. Und die Kirschenblüten. Das sieht doch so schön aus. Irgendwie gefällt es mir hier. Ist das ein Nein? Hallöchen, liebe Minotauten, hallöchen, liebe Zuschauer. Wir sind hier eingesperrt in einer Höhle mit, wer jetzt nichts sagt, der stumm ist. Weil wir uns verstecken mussten vor den scheiß Viechern, die da draußen auf uns lauern, auf uns warten. Sie sollten jetzt alle aber verbrannt sein. Ja, weil es ist herrlich der Tag. Und jetzt gehen wir verdammt nochmal zum Dschungel und holen unsere Ware. Ja, ich sollte übrigens nicht so viel sneaky, auch an dich, weil sonst, wenn man vollbildmodisch, modisch. Wow! Vollbild. Schon gut, nichts passiert, ich lebe noch. Ja, okay, wenn du Vollbildmodus machst, was ist dann? Genau, und dann irgendwie zu oft sneakst, dann kommt diese, wie heißt diese Taste, Einstellwerktaste, ich weiß es auch nicht. Ach so. Und dann, ist es ziemlich doof. Da hinten waren wir, ne? Bei den großen Bäumen. Ja, da bin ich schon auf dem Weg. Wir waren ja voll nah dran. Also, ja gut, voll nah ist übertrieben, aber okay, so. Ich meine, das Dorf ist auch da. Wollen wir unsere Ware abschnellen? Jo. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg finden. Ich sehe das Signalfeuer nicht. Aber das war doch da. Also, ich hatte das Gefühl, dass du da oben. Hä? Bin ich nicht irgendwie hier? Ich dachte, du hast dich da oben eingebaut oder so. Ich habe mich nirgendwo eingebaut. Ich kam aber nicht. Aber versucht. Dazu. Okay, ich habe gerade. Oh, shit. Dieser Baum sieht. Alter! 14, 10. Baumstamm. 15 frames per second. Alter, ich habe gerade so richtig Einbrüche. Ja? Bei mir aber auch nicht wirklich besser. Liegt das an diesen Bäumen vielleicht? Ich hoffe doch nicht. Ich stelle mal kurz um von schön auf schnell. Waren wir hier? Echo, ich. Keine Ahnung, ich dachte, ich hatte da vorne voll das gute Gefühl. Ich war fast sicher, dass wir da gewesen sind, aber. So, konstante 20 FPS. Ich habe jetzt mal von schön auf schnell umgestellt. Den Grafikmodus. Ich find's auch nicht mehr, wo wir waren. Mach ich das vielleicht. Ah, das habe ich sogar schon. Komisch. Ich glaube aber. Nee, ich glaube, hier waren wir nicht. Irgendwie sind wir ja noch weiter gelaufen. Wir hatten ja irgendwie Schafe gesehen, nochmal ein Schneebiom. Wir sind zuerst mal weg von einem Schneebiom. Ja. Und dann sind wir nochmal zu einem Schneebiom gekommen und dann nochmal irgendwie große Bäume gesehen. Hm. Es ist wirklich nicht so einfach. Also, warte, Koordinaten waren, glaube ich, schon. Ja, wir sind, glaube ich, zu weit. Ich glaube, es war 200 irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Führer, führe mich. Das Doofe ist, wenn wir nur eine Koordinate haben, müssten wir eine ganze Linie lang laufen, weil ich nicht die zweite Koordinate habe. Das ist dann doof. Quatsch. Wir könnten uns natürlich von Pilzen ernähren, wenn wir noch andere Pilze hätten. Könnte es hier gewesen sein? Hm. Oh Mann, nee, ich sterbe gleich wieder in Hunger und Tod. Was? Ehrlich? Warte, ich ist das verrückt. Rennst du? So. Also ich habe hier auch noch verrottetes Fleisch. Ich muss zwar fast kotzen, aber außerdem hier, wie gesagt, dieser Stängelgarten, nimm dir auch mit, weil hier hat es auch immer wieder was drin. Warte, da zum Beispiel, hier hat es auch noch was. Wie sehen die aus, diese Stängelgarten? Irgendwie so grünlich. Guck, ich werde hier so ein paar Sachen. Toll. Ja, warte mal kurz. Ich kann ja. Vielleicht, wenn ich irgendwas sehe, zeige ich es dir nochmal. Da zum Beispiel, hier. Die kannst du ja mal einsammeln. Bin ich bei dir auch immer irgendwie. Ja, was? Renne ich auch so laggy-mäßig? Ja. Okay. Hier habe ich noch Bohnen. Na egal.
Aber jetzt weißt du, wie die aussehen, oder? Weil ja, die sind halt schon. Die sind ein bisschen hellgrüner als der Rest. Genau. Boah, ich weiß nicht, ob wir überhaupt unsere Sachen nochmal suchen sollten. Ich glaube, das können wir vergessen und aufgeben. Weil das Einzige, also, ja, nee, nicht das Einzige. Wir haben 3 Wolle gehabt und halt eben ein bisschen Eisen. Ja, Eisen. Ich hab ja sogar das Ding so gemacht, dass ich die Koordinaten offen gehabt habe, wo ich gestorben bin. Was eigentlich bedeutet, ich hätte eigentlich während oder außerhalb der Aufnahme mal gucken können, wo wir waren, aber das hätte ich vielleicht früher überlegen müssen. Wo bist du jetzt? Ach, du bist auch hier oben? Ja. Gut, okay. Strawberries. Geil. Malle. Ecke, komm mal. Komm mal. Guck mal. Wenn du jetzt hier so bist, ja, dann sind wir auf Malle. Hä? Egal, komm. Ach so. Aber guck mal. Echo. Hä? Ernsthaft? Ein drittes Dorf? Guck mal da vorne. Hey, wir finden nur Dörfer. Langsam habe ich eine Idee. Drehen oder wir ist uns das im Kreis? Nee, das schon nicht, weil diese pinken Bäume, die habe ich noch nie gesehen. Aber wir könnten was anderes machen. Übrigens, eben ist mir leid, dass es so ein bisschen lag. Ich liebe diese Bäume. Japanische Blüten, Kirschblätter. Oh. Die sehen wirklich gut aus. Also ich würde sagen, baut uns eins ab, dann können wir auf jeden Fall eins mal mitnehmen. Und außerdem haben wir, glaube ich, diese Probleme mit dem Schlafen nicht mehr, Echo. Hast du Dings gefunden? Ja. Schafe. Oh, nice. Super. Dann überleben wir ein bisschen länger als sonst. Guck mal, das wär wirklich cool, wenn wir so einen Sechsling hier rauskriegen würden. Also ich werde diese... Warte, Blüten... ich bin dabei. Warte, nein. Was? Nicht. Das sind Sakura-Blüten. Die sind wunderschön. Nicht mit der Hand abbauen. Ja, aber wir müssen ja Setzlinge rauskriegen. Ich bin ja schon dabei. Hä? Ja, wie willst du die rauskriegen? Warte mal. Beim Abbauen oder wie? Scheiße, mir fehlt noch ein Block. Hast du noch einen Holzblock? Wofür? Krug. Geht das hier? Sollte doch gehen. Warte mal, ich habe japanischen Blütenkirschenbaum irgendwas. Nee, geht nicht. Außer ich crafte das. Nee, das geht nicht. Leider nicht. Also ich kann dir Holz geben, wenn du magst. Hoppa. Aber gehen tut's nicht. Sticks oder wie? Scheiße, nein. Geht doch nicht. Ah, perfekt. Leider nein. Schere bräuchten wir hierfür, oder? Deine Sakura-Bäume gehen nicht. Aber ich, wie gesagt, also Setzlinge müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wie gehen nochmal Schere? Weil ich mag die. Da bräuchten wir Eisen für. Guck mal, vielleicht geht's mit Holz. Holz einfach geht auch. Schere? Nee, geht nicht, leider. Das war so ein Mod, wo wir mal gespielt haben. Ach so, das war beim Dings-Mod. Genau, leider geht's nur mit Eisen. Aber wir können es ja auch so versuchen. Übrigens, was wir machen hätten können. Ja. So viele Verben. Ist alle Sachen mal mitnehmen. Also wir haben ja zum Beispiel irgendwie Bohnen und so gesehen und wir haben die ja da gelassen, damit die wachsen. Ja. Wir hätten die auch so mitnehmen können. Und dann sterben, dann wären sie liegen geblieben. Wie meinst du? Dann wären wir gestorben und wir hätten sie liegen lassen müssen. Ja, wenn wir sterben würden. Aber jetzt geht's ja. Jetzt haben wir genug Wolle und können also uns Betten bauen. Ich habe 3 Setzlinge. Okay, ja, dann ist gut. Solange wir nur einen haben, ist auch okay. 4. Ich glaube, wir haben auch genug Holz. Warte, nicht abbauen. Was nicht abbauen? Die Station, Workstation. Achso, nee, bin nicht dabei. Ich mache mir mal ganz kurz ein... Warte. Nein. Echo, hast du eine Wolle? Eine Wolle? Nee. Okay. Ach so, nee, okay.
Alles klar. Alles in Ordnung, ich hab's nur übersehen. So. Also, das ist deins. Echo. Hm? Warte. Ich kann nicht auf die Knien gehen. Guck mal, wie romantisch es hier ist. Willst du meine Frau werden? Ich mag's gerade. Guck mal den Sonnenuntergang da vorne an. Und die Kirschenblüten. Das sieht doch so schön aus. Irgendwie gefällt es mir hier. Ist das ein Nein? Mann, das war doch das, den romantischen Moment kaputt. Aber das Gute ist, jetzt können wir in einem Haus gehen und, so, und uns einfach schlafen legen. Yep. Die ganze Nacht einfach mal überspringen, so als. Lass uns mal gleich hingehen. Hast du mir ein Bett schon gegeben? Nee, noch nicht, aber ich habe beide hier. Ich werde die gleich hier so hinlegen. Die Frage ist nur. Ah, komm mal hier. Das ist, glaube ich, ein gutes Haus. Ist auch ziemlich groß. Da leuchte ich gleich mal was aus. Und bevor jetzt irgendwie noch ein Monster spawnt, würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Jawohl. Boah, wir haben es uns so verdient, Echo. So. So, alle verbrennen. Warte noch kurz. So, wie sie sollen. Ich guck mal dem Scheißviech beim Sterben zu. Wo ist er? Achso. Der sieht voll schön aus. Ich wollte noch irgendwas machen. Kirschblüten. Oh, wie geil. Wir können hier die Bücherregale mitnehmen, aber das lassen wir mal. Wir werden selber Sachen einpflanzen. Schwertfahren. Die haben leider nicht so viel an Gemüse. Ah, doch, da. Pumpkin. Das sind alles Kürbisse? Was? Okay. So, was haben wir hier? Weizen. Karotten. Weizen. Okay. Weizen lasse ich mal. Aber sowas hier, Karotten, können wir natürlich. Boah, es leckt gerade bei mir. Ja, bei mir auch. Ich nehme die auch so mit jetzt. Ja, ganz gut. Was denkst du? Also. Sollen wir langsam mal ein bisschen heimelig werden? Können wir, natürlich. Ich will nur ganz kurz gucken, ob wir wirklich alles mitnehmen an Essen. Weil ich weiß ja nicht, wie. Guck mal, das Schwein verfolgt mich jetzt, weil ich eine Karotte in der Hand habe. wir kennen. Oh, das ist. Oh, ganz kurz. Lass uns mal. Was? Ja, wie das aussieht, drei Schweine verfolgen dich. Achso. Du haben, warte lass mal. Lass uns mal da oben auf dem Berg vielleicht. Können wir da irgendwie. Ah, eine Übersicht. Haben wir da eine Aussicht? Ja. Hast du Hunger? Ein bisschen, ja. Zwei Bark nur noch. Karotten bringen halt nicht so viel. Sag Bescheid, wenn du nicht voll bist. Ich bin nicht mal zur Hälfte voll. Okay. Aber das Einzige, was ich dir noch machen könnte, ist Lammfleisch. Schon gut. Okay. Lass uns erstmal Dings, au! Eine Station suchen. Eine Basis, ein Haus, ein ruhiges Örtchen für unser Häuschen. Mhm. Jetzt leckt's wieder so extrem. Das sieht irgendwie interessant aus hier oben. Sieht eigentlich cool aus, nur. Ja. Weiß ja nicht. Ja, auf die andere, so? Ja, auf die andere Seite beim Wasser. Mit Aussicht auf Wasser und so. Das ist geil. Guck mal. Das ist. Ja, klar. Das sieht gut aus. Nur. Guck mal hier. Hier sieht das. Oh, aufpassen. Hier kann man ja so wie so ein Tor machen. Siehst du da? Das ist schon fast so. Ja.
Also wie so ein Tor und dann kann man auch hier so durch und dann kann man so wie so eine kleine Stadt machen. Das schmeckt das eigentlich hier ganz okay. Alles klar, leg los! Wo sollen wir unser Haus hinsetzen? Also ich bin ja immer so ein Typ, der mich gerne einbaut. Ich baue mich gerne irgendwie ein. Also ich baue für mich selber immer ungern ein Haus, sondern baue mich irgendwo in einen Berg rein oder sowas. Ich weiß nicht, ob du Bock drauf hättest. Egal, oder wie? Was denkst du, machen wir Hälfte, Hälfte? Ja, also meinen Heiratsantrag hast du nicht angenommen, deswegen. Ich weiß ja nicht. Wenn du mit mir leben willst, kannst du das gerne machen. Also sozusagen. Aber dann musst du mich auch in harten Tagen aushalten, Echo. Gilt jetzt auch für dich. Okay. Warte jetzt. Lass mich mal ganz kurz. Aber ich finde es hier ganz cool, weil, wie gesagt, hier kann man so wie so ein Tor machen. Wo? Wie so eine kleine Stadt hier. Okay. Jo, hier unten. Und da unten, das sieht halt schon irgendwie. Zwar ein bisschen viel Bambus, aber. Okay. Und auch schön lebendig. Schweine und so. Hier könnte man so einen kleinen Hafen bauen. Mit einem. Ja, wobei das Schiff, das wäre hier ein bisschen überflüssig. Der kann da groß. Scheiße! Nicht groß hin und her. Wieso bist du nicht geflogen? Ich verstehe es auch nicht im Fall. Also bei mir war es so, ich stand da genau. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum ich nicht runtergeflogen bin. Ich habe Hacks an, Echo. Ja, war ja klar. So, das erste, was ich mache. Ich habe schon gesehen hier. Abend, wo bist du? Jo. Hier hinten. Guck mal, einmal der Name, der ist immer sehr. Da. Komm mal ganz kurz. Ja? Mhm. Sag mir jetzt nicht, ich stehe da auf dem einzelnen Block und. Hier. Da, in die Ecke. Die Ecke dieses. Mhm. Siehst du das? Da, unser Haus. Ich habe mich aber schon irgendwo anders verliebt, Echo. Achso, okay. Sag mal. Komm mal. Ich bin. Wow. Ich komme. Das Ding ist, wenn ich irgendwas sehe, dann habe ich gerade sau viele Ideen. Also ich habe hier zum Beispiel, hier. Oh, nice. So, und dann habe ich schon Ideen, wie ich zum Beispiel diesen Berg ein bisschen natürlicher mache, weil der ist sau, also ich finde das nicht natürlich so abgetrennt. Okay. Könnte ich wie so ein bisschen Erde noch runter machen und so. Und, aber zuerst einmal würde ich gerne irgendwie so, warte mal, zwei hier so ausbauen. Die Frage ist auch, ich weiß ja gar nicht, wie lange der Berg ist überhaupt. Und vor allem können wir das Ganze, Echo? Ja. Können wir das von hier aus auch da hinten anbauen? Also wir können ja hier so einen Gang machen, der da hinten fährt, wo du gesagt hast, damit man so eine Aussicht, also da so einen Glasraum hat, wo man halt irgendwie das Meer, ja wobei Meer ist es nicht. Sumpf. Ja, den See ankommen kann. Sumpf, was auch immer. Ich überlege mir gerade, vielleicht. Wenn du ja so ein Fan bist von Einbauen, dass wir vielleicht irgendwie so ein, es wiederholt sich zwar, aber vielleicht noch irgendwie so einen Riesenberg finden können. Wie meinst du so einen Riesenberg? Ja, so ein riesenhohes, Riesending höher als das, was wir in Let's Mine Together hatten. Und was willst du? Eben. Also, den Berg suchen oder was? Nee, weißt du was? Hier sieht's gut aus. Hier sieht's Hammer aus. Nee. Jetzt schaue ich mir wieder so die Landschaft mit den Wolken, mit den Bäumen und mit den Sumpf an. Nein, hier ist es. Ich bin zu viel. Aber das sieht allgemein, ich finde das wirklich sehr gut. Und das Ding ist ja, wir müssen uns ja nicht mal wirklich irgendwo krass festsetzen, würde ich sagen, weil wir haben so viel Spielraum und genau. Wir werden. Also, da würde ich sagen, kümmerst du dich um die Hütte? Weil du bist irgendwie eher kreativer, was das betrifft, als ich. Und ich schau mal, dass wir. Sachen anpflanzen können, um Essen zu haben. Ja, genau. Guck mal, also, weil ansonsten. Ich will nicht sterben, ich will nicht falsch halten. Ich habe nur 200 Bart. Wo bist du genau? Weil sonst könntest du natürlich zurück ins Dorf. Eben, erstmal möchte ich die Fläche. Weißt du, wo das Dorf ist? Ja, ungefähr. Also, ich sehe es, ich könnte es dir sagen, es ist nicht wirklich. Ah, da ist es. Und ich wollte dir eigentlich noch ein paar Sachen geben, damit du nicht gleich an Hunger stirbst. Das wäre vielleicht auch noch was.
Achso, du bist hier. Sag doch was. Doch was. Sehr gut. Also, wir haben hier für dich einmal das hier. Das wird mit japanischen Blüten. Genau. Mit diesem Kirschstamm befeuert. Was du aber essen könntest, ist Strawberry. Wobei, ich muss sagen, machen wir lieber ein Strawberry Seed. Dann können wir mehrere anpflanzen, denke ich mal. Mhm. Oder? Mhm. Wärst du auch dafür? Jupp. Dann könntest du das Fleisch nehmen, was da in dem Ofen ist. Nein, ist schon fertig. Genau, dann haben wir das Seed. Diesen Seed gebe ich dir. Filtes Phil. Eineinhalb Keulen, eineinhalb Zeichen. Eineinhalb, okay, eins ist noch drin. Ich weiß nicht, kann ich verrottetes Fleisch? Nee, kann ich nicht. Willst du das nehmen? Ich könnte es dir geben. Nee, nimm alles ruhig, das ist kein Problem. So, was jetzt natürlich clever wäre. Warte. Oh, ich wollte mal schauen, sorry, was passiert, wenn ich das verrottete Fleisch da rein tue. Ging nicht. Habe ich auch schon versucht. Ach so, okay. Was jetzt clever wäre, in der Nacht vielleicht noch nicht loszugehen, sondern uns zuerst mal hinlegen und den Spawnpunkt festsetzen. Das stimmt allerdings. Aber weil, falls irgendwas im schlimmsten Fall passieren würde, hätten wir alles hier. Also werden wir hier spawnen, natürlich. Haben? Also, ja. War das eine Mod bei dir, wie du dieses verrottete Fleisch trocknest im Sky Factory, oder kann das jeder machen? Eigentlich war es eine Mod. Ich weiß nur nicht, ob die hier auch installiert ist. Wie ist das Rezept dafür? Ist nur ein bisschen Slaps. Ich glaube, drei Slaps nebeneinander. Aber wo bist denn du jetzt genau? Immer noch dort, wo du den Holzofen hingetan hast. Nein, drei, okay. Slaps haben. Nein, scheiße. Geht nicht? Nein. Nee, so wie Slaps. Schade. Für nix. Okay. Komm mal runter kurz. Es wird ja bald Nacht. Komm mal. Oh oh. Warte. Du kannst sonst jetzt runterspringen. Hier. Warte. Ist da eine Werkbank bei dir? Hui. Da war eine. Ich habe meine Werkbank gerade verloren. Die ist, hast du in der Hand. Ach so. Bei mir nicht. Okay, komisch. Also, ich habe hier ein sehr schönes Zuhause gemacht. Warte, das sollte weg. Und jetzt habe ich hier ganz stylische Türen. Sakura. Passt doch voll. Sakura Dorn, ja, nice. Ja, ich hatte kein anderes Holz. So. Also, weil du meinen Antrag abgelehnt hast, müssen wir getrennt schlafen, Echo. Achso, du hast ein anderes. Du hast dein eigenes Bett, Echo. Warum nichts? Kannst du deinen jetzt rauswerfen? Was? Nee, mach. Was? Ich habe jetzt verstanden, kannst du deinen rausholen? Okay, wir sind nicht verheiratet. Nee, rauswerfen, dein Bett rauswerfen, so, damit ich es habe. Aber du kannst ja selber setzen. So. Oh, Herr Koiko. Rausholen, genau. Jetzt sind wir nicht abbauen, das Bett, wichtig. Nein, nein. Genau. Spawnpunkt und so. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich und... Warte mal ganz kurz, vielleicht klappt es ja sehr anders. Gut. Endlich haben wir es geschafft. Monster. Aber ich finde das wichtiger, dass irgendwie das Feld oder beziehungsweise das Umfeld einfach irgendwie ausbaufähig ist. Hast du gerade Schaden bekommen? Fallschaden, ja. Aber hab mich wieder geheilt. Das ist geil. Scheiße, wo war das? Das ist geil. Da links, glaube ich. Ich glaube, bevor ich irgendwas anderes mache, weil die ganze Zeit hier alles auszuhöhlen, das würde mich sehr viel Nerven kosten. Ich gehe lieber auf die Suche. Also ich mache mir hier zuerst mal eine Truhe, damit ich... Ja, jetzt momentan ist scheißegal. Wir haben einen Spawnpunkt, wir leben gut. Genau. Wir sterben. Und ich würde gerne halt eben Eisen suchen. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. Eisen. Das nehme ich auch mit dir. So. Hast du schon Eisen gefunden? Ich bin gerade mal aus dem Haus. Ach so.
Also so schnell geht's jetzt leider auch nicht. Oh. Ah, guck, es ist aber Tag. Die Spinnen sollten mich jetzt nicht angreifen, oder? Will die mich angreifen? Warum greift die mich an? Es ist Tag. Der Spinne ist es egal, ob es Tag oder Nacht ist. Hä? Nee, wenn es Tag ist, sollte die nicht angreifen. Aber naja, selber schuld, jetzt ist sie tot. Okay. Da haben wir noch Beerenbüsche. Beerenbüsche. Alter, ist es geil. Ich mag Höhlen, weil woher bekomme ich... Achso. Ich mag es, wenn es irgendwie so halt. Ich sehe deinen Namen. Hast du das Dorf gelootet? Noch nicht. Ich wollte jetzt erstmal das Feld machen und dann loote ich es. Achso. Wo ist unser Eingang? Da. So. Ein bisschen Kohle habe ich gefunden. Das ist gut. Dann kann ich mir hier auf jeden Fall mal arbeiten. Ich habe kein Holz. Hallöchen, Spendchen. Komm schon. Alter. Echo. Ja? Was haben wir hier eingestellt? Was für ein Schwierigkeitsgrad? Weiß ich nicht. Irgendwie überall Creeper. Zwei, drei Spinnen hier unten. Also ich lebe ganz gefährlich hier. Och. So, ich baue das zuerst mal zu, ey. Weil ich irgendwie noch sterbe. Hast du schon Eisen gefunden? Weil ich bräuchte ein bisschen Wasser. Nope, gar nichts. Aber baut doch am See, in der Nähe von dem See. Stimmt. Blue Heidelbeere. Die kann ich nur als Büsche abbauen. Ehrenbusch, Nahrung. Hä? Kann ich das essen? Nee. So. Strawberries. Krass. Wir haben genau vor unserer Haustüre Strawberries. Ja, die hast du doch hingesetzt, oder? Nee. Warte mal, kann man die... Nee, die kann man nur hinsetzen, wenn man hier die Erde bearbeitet. Erde. Ich brauche aber nicht. Echo, ich glaube, ich helfe dir mal, weil ich bald auch an Hunger sterbe. Du könntest ein paar Schweine töten und sie braten. Ja, stimmt. Muss ich die Drecksarbeit machen hier? Ja, genau. Oh! Elendes Mistviech! Ey, Echo, ganz ehrlich, ich finde hier vor unserer Haustür bis jetzt 7, 8, locker 11, 12 Strawberries. Jetzt kommt es nur drauf an, wie lange das geht, bis die nachwachsen, wenn man die einmal kurz so abgebaut hat. Wie viel Hunger hast du, Echo? Noch 2 Balken habe ich. Aber ich versuche, dass ich so wenig wie möglich mich bewege. Okay. Ja, aber das ist nicht wirklich gut, ne? Ja, du. Aber das Ding ist, wir dürfen es nicht so machen, dass wir jetzt einfach nur, weil wir einen Spawnpunkt haben, die ganze Zeit sterben. Weil das wäre. Wir müssen da schon eine Challenge, ne? Wir sind da. Natürlich auch Minecraft-Profis. Logisch. Aber das Gute ist auch, wo bist du genau? Auf der anderen Seite des Sees. Weil ich hab da was zusammengesammelt. Alter, das ist voll nice. Ich glaube, ich muss einfach jeden Morgen so eine Erdbeerrunde machen. Das ist wirklich krass. Also ich hab locker bis jetzt mindestens 30 Stück. Also ja, nee. Doch, circa 30 Stück sicherlich eingesammelt. Guck mal, das Schwein da oben. Das sieht cool aus. Dann habe ich bis jetzt nicht mal wirklich ein Schwein getötet, sondern habe nur die Dinge eingesammelt. Schuppenbaufarm. Was ist das? Schuppenbaufarm. Okay. Komische Sachen hier auf jeden Fall. Kanadischer Hornklee. Okay, ich sehe dich. Sehr gut. Das heißt, ich komme mal ganz kurz zu dir. So. Hm.
Boah, ich mag das hier. Sieht ziemlich cool aus, diese Bäume. Irgendwie wird das nicht so richtig, also, wie ich will. Also, oh. Hier hast du Erdbeeren. Oh, wow, danke sehr. Ein Zeichen noch. Kommt mir genau richtig. Rohrkolben. So. So, jetzt. Wie viel hast du jetzt? Hälfte voll. Okay, warte. Hier hast du noch was? Okay, bis auf ein Hungerzeichen habe ich alles voll. Okay, hier hast du noch ein bisschen. So, jetzt bin ich voll. Super. Aber wie ging nochmal das Ding, um die Herde umzuwälzen? Warte, lass mich zuerst mal Setzlinge und so holen. Ich gehe jetzt zum Dorf und hole das Zeug ab. Nee, warte, ich zeig's dir mal ganz kurz, dann kannst du das machen, dann packe ich da ein paar Erdbeeren rein. In der Mitte und unten zwei Sticks. Jawohl. Und oben links und in der Mitte oben einfach Holz. Das heißt, wie eine Spitzhacke, einfach rechts kein. Hä? Geht nicht. Warum? Habe ich gerade. Okay. Ihr habt ganz kurz ein Blackscreen bei mir gehabt. Wie geht nicht? Geht nicht. Unten in der Mitte und unten Mitte. Ein also Stock. Mitte, unten Mitte, Stock. Genau, mach dir mal eine Schaufel. Jawohl. Und dann links nebendran packst du nochmal ein Holz. Geht nicht, da kommt nichts. Darf ich mal? Okay, gib mir mal den Stein, was du hast. Also hier hast du dein Holz mal. Diesen grünen Stein, Echo. Ja. Bruchstein. Genau. Mhm. Oder genau. Ach so, Echo. Ja. Ich gebe dir das nochmal zurück. Warte mal ganz kurz. Hier hast du noch Bruchstein. Hacke. Ich glaube, die Hacke geht nicht. Es geht erst ab Eisen. Oh wow. Wenn man Holzhacke anklickt, kommt nichts raus, also kein Rezept. Wenn man Steinhacke anklickt, kommt auch kein Rezept raus. Und erst wenn man Eisenhacke anklickt, kommt das Rezept für die Eisenhacke raus. Was bedeutet, es geht, glaube ich, nicht. Das ist doof. Dann müssen wir so schnell wie möglich Eisen finden. Das ist leider so. Matschball, wie bekommen wir Matsch? Wir könnten auch aus Matsch irgendwie eine Hacke machen. Egal. Ton. Erde. Also ich würde sagen, oh, das sieht so cool aus hier. Das gefällt mir. Oh, scheiße. Haben wir sind schon mehr als eine halbe Stunde am Aufnehmen. Okay. Ja, dann ich gehe noch nach Hause, oder? Lass uns nach Hause treffen da. Beim Bett und ja. Weil wir müssen natürlich auch safe, ne? Das muss. Ich habe da noch eine Höhle gesehen, cool. Vielleicht kann ich ja in der nächsten Folge dann eine Spitzhacke machen, weil ich dann, also ja, vielleicht bis dann ja hier Ding gefunden habe. Strawberries, okay. Bist du nah bei uns? Ja, also, ja. Gut. Aber lass uns hier vorne verabschieden, würde ich jetzt mal sagen, statt da drin, ja. Langweilig. Ich mach's mal auf, also lass es offen. Sieht sehr gemütlich aus. Ja. Sehr gut. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, wenn ihr schlecht werden sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Das würde uns sehr darüber freuen, wenn ihr draufklicken würdet. Ja, in der nächsten Folge müssen wir uns ein bisschen nach Eisen kümmern, weil halt eben kommen wir hier nicht weiter. Und wie es aussieht, müssen wir hier mehr mit veganem Zeug arbeiten als mit Fleisch. Von dem her, stay tuned, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao! Ciao, ciao!